Hi und willkommen zu Alter Scheiß. Und zwar geht es heute um diese Lüftersteuerung von Innovatec, die heißt Fan-O-Matic. Und um das mal hier zu zeigen, habe ich hier halt ein normales PC-Netzteil. Das habe ich jetzt hier auch schon mal mit AC verbunden. Ich muss hier hinten nur noch einschalten. Hier ist eine kleine Platine dran am ATX-Stecker, damit ich das Netzteil aktivieren kann. Ansonsten müsste ich hier die grüne Ader auf Ground ziehen. Dann würde es angehen. Und dann habe ich dann hier über so eine PC-Laufwerksanschlussbuchse bzw. Stecker diese Lüftersteuerung angeschlossen. So, und dann schalten wir es doch mal direkt mal ein. So, wir sehen, die blaue LED geht an und hier die Fan-O-Matic ist auch gestartet. So, dann können wir ja doch ein bisschen mehr Fokus auf diese Lüftersteuerung nehmen. So, zunächst einmal zu dieser Lüftersteuerung. Die kam wohl irgendwas so 2005 raus, bisschen früher vielleicht sogar. Und ja, da fängt es ja halt schon auch an. Damals gab es dann halt im Endeffekt nur Lüfter mit drei Anschlüssen, Ground, Spannungsversorgung und Tachosignal. Mittlerweile sind wir bei 4 angekommen, deswegen ist das hier schon mal alter Scheiß, weil der vierte Anschluss und die vierte Strippe und wie auch immer bei den ganzen Lüftern, die ist einfach nicht reingekommen, damit man alles teuer verkaufen kann oder so, sondern damit man die Lüfter halt besser regeln kann. Das kann das Ding halt hier dann so gesehen schon mal nicht, deswegen schon mal überholt, alt. Und deswegen ist auch lustig, dass heutzutage immer noch Leute versuchen, diesen alten Scheiß für teuer Geld, 60 Euro, 80 Euro, wie auch immer, zu verkloppen. Klar, als das Ding rauskam, hat es wohl 200 Euro oder so gekostet. Aber für das, was das heute kann, absolut unverhältnismäßig. Und ich habe halt aktuell die Probleme bei mir, dass nicht alle Lüfter laufen. Ich habe halt einige Lüfter über mein Netzteil angeschlossen. Allerdings habe ich das Netzteil letztens halt erst gewechselt. Und das Problem ist bei diesem Netzteil, dass ich wohl das alte Kabel vom Vorgänger-Netzteil übernommen habe für die Lüfter und scheinbar stimmt da wohl jetzt nicht was so ganz. Und deswegen war bei mir die Überlegung, mal hier diese schöne Lüftersteuerung einzubauen, aber das ist mir ziemlich vergangen, nachdem ich die Probleme so hatte. Das Problem ist halt, ja, ich kann mir hier so ein Overview geben. Da kann man irgendwo einstellen, dass es im Overview was aufgezeigt quasi wird. Oder ich kann mir hier halt die Fans anschauen. Fan 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die anderen sind irgendwie nicht benutzt. Aber ansonsten kann man halt hier sehen, der ist halt off. Und ja, ansonsten sieht man dann hier auch noch so Einstellungen wie welche Spannung, welche Leistung der zieht. So, das dazu. Dann hat man hier noch Temperatursensoren. Dann sieht man halt hier zum Beispiel irgendwie 20 Grad, 21 Grad und. Durchflusssensor, das ist natürlich mal relativ nice. Eine Uhrzeit, ja gut, kann man auch noch machen. So, wir waren dann hier Monitor, Clock, hier irgendwelche Spannungen kann man sich anzeigen lassen, 5 Volt, 12 Volt, mehr leider nicht. Weil ja klar, hier über den Stecker kommt auch nicht viel mehr und hier irgendein Textdisplay. Das war zum Monitor, hier kann man noch in Setup reingehen, hier kann man irgendwie eine Konfiguration entweder laden oder speichern oder ein nächstes Set, in dem Fall halt Set 2 laden, sichern, Set 3 gibt es auch noch. Und dann hier noch irgendwie Automatik-Mode oder halt wieder alles zum Ursprungszustand resetten. Bei Set-Automatik kann man dann hier auch diverse Sachen einstellen, wie irgendeinen Timer. Den kann man dann hier auch eine Timer-Nummer geben oder irgendwie sowas. Timer on Set, Set 1, also was der Timer dann einschalten soll. Dieses gespeicherte Set 1 oder Set 2, wo man dann halt alles quasi konfigurieren kann. Hier irgendwelche Sensoren kann man einstellen und. Das ist wohl halt so ein Automatikmodus, wo man dann auch zum Beispiel Temperaturen einstellen kann, neben so einem Timer, wo dann halt das Set gewechselt wird. Das funktioniert hier sogar mal recht gut.
aber hilft mir absolut kein Scheiß. Das Problem bei dieser Steuerung ist, die ist schon so alt, der Hersteller, der hat null Informationen mehr zu diesem Scheiß auf seiner Webseite. Es gibt noch irgendwie ein Forum, da ist noch ein bisschen was da oder so, aber ansonsten, es gibt keine Treiber, es gibt keine Software, es gibt keine Firmware-Updates, es gibt kein Handbuch. Hier ist schon allein die Frage, wofür hinten diese ganzen Anschlüsse sind. Okay, gut, Fan ist klar, Spannungsversorgung ist klar. Hier USB-Anschluss, damit man das Ding halt mit dem PC verbinden kann, damit man dann halt über die Software diverse Sachen auslesen kann und parametrieren kann. Bei dem Scheiß ist es sogar noch so, einige Sachen kann man nur über den PC einstellen, umändern, Namen vergeben oder so. Warum? Klar, gut, auf der einen Seite ist es halt kacke, sich vor den Dingen irgendwie vom Rechner hinzuknien und den ganzen halben Tag oder so hier die ganzen verkackten Taster zu drücken und sich durch die ganzen Menüs zu quälen, wenn man das in Minuten direkt bequem vom Monitor machen kann über die Software. Okay, gut. Ja, dann gibt es hier auch diverse Steckleisten. S8 von S1 ab. Ja, was ist das? Das sind wohl die Temperatursensoren, weil da auch schon welche dranhängen. Okay, gut, kein Problem. Dann gibt es hier noch irgendwelche L-Sachen. L1 bis L8. Und hier ist wieder das Geile. S1 ist hier, S8 ist da. Warum? Dann L1 ist hier, L8 ist da. Ja, einmal so aufsteigend, einmal so aufsteigend. Okay, gut, scheiß. Ja, dann 12 Volt, okay, 5 Volt, okay, PWM, wer weiß, was das ist, GND, wer weiß, was das ist, P1, P2. Es gibt halt kein Handbuch, man kann halt kein Handbuch downloaden. Ich habe im Internet schon mal geguckt, es gibt dazu nichts. Dieses Ding halt, wie gesagt, wurde halt mal gebraucht, relativ günstig, aus Neugierde geschossen und jetzt, da es die Probleme gibt, mal endlich ausgemottet und in Betrieb genommen oder zumindest versucht. So, gut, das dazu. Ja, hier gibt es dann halt auch noch ein paar andere Anschlüsse, weiß man auch nicht so genau, wie das so ist. Und damit ihr auch mal ein bisschen was seht, hier so sieht der ganze Spaß aus. Hier seht ihr auch S1 bis S8 und da L1 bis L8, hier die 12 Volt, 5 Volt PWM, GND, Ground, ja hier P1, P2 kann man wahrscheinlich irgendwas schalten, was ist SW, irgendein Switch oder so, wofür ist der Jumper, weiß auch keiner. Hier halt USB, okay, gut, ist klar. Was ist das hier so? Schwer zu sagen. Ah, da, gut, man kann hier wohl andere Module noch wahrscheinlich verbinden oder irgendwie sowas. Und das hier kann man wohl mit dem Mainboard verbinden, damit das Mainboard auch weiß, was da Sache ist und dass man dann vielleicht auch bequemerweise direkt über Mainboard irgendwas auslesen kann oder vielleicht auch Alarm einstellen kann oder vielleicht auch über Mainboard irgendein Shutdown, wenn irgendwas ist oder so. Okay, gut. So, weiter im Text. Also, hier hat man die Set Configuration. Oder man kann halt hier auch die aktuelle Konfiguration sich anschauen. Kann man hier halt bei den Fans sich auswählen, welchen Fan man haben möchte. Okay, gut. Namen kann man hier in der Software nicht vergeben. Aber warum gibt es dann diesen abgefuckten Scheiß hier? Irgend so ein dummer Pfeil, der suggeriert, dass man hier noch irgendwas machen kann. Dabei kann man hier einen Scheiß in diesem On-Screen-Display, beziehungsweise ja, hier direkt hier nur mit diesem Gerät halt machen. Das geht nicht. Oder wenn ja, bitte erklär mir mal jemand, wie. Ich habe kein Handbuch. Gut, dann kann man dem sagen, wo das ist. Vom Pro, das ist wohl dieses Gerät, wenn man noch andere hat, nicht Pro. Okay, gut, macht Sinn. Mode Automatik. Das Ding steht jetzt hier auf Automatik. Es sollte also doch irgendetwas machen. Ich habe hier aktuell jetzt hier 4 Lüfter angeschlossen. Die sind hier auch tatsächlich dran oder so. Da könnte man ja meinen, dass das Ding irgendwas hier auf Automatik mit diesen Lüftern macht. Aber nein. So, man kann dann halt statt Automatik manuell machen. Wollen wir aber nicht. Weil meine Aufgabe ist nicht hier die Lüfter einzustellen den lieben ganzen Tag. Sondern, dass die mal schön selber sich regeln. Alarm-Message brauchen wir nicht, können wir so lassen. Mainboard-Signal brauchen wir nicht, ist nicht angeschlossen. Relay, okay, gut, keine Ahnung, kann man irgendwo wahrscheinlich hinten an dieser Leiste, die wir uns gerade angeschaut haben, sich mal irgendwas da anklemmen. 12-Volt-Switch, keine Ahnung. Hier kann man halt einstellen, wie viele Pulse das Ding rausschickt.
pro Umdrehung. Ja gut, ist lüfterabhängig, muss man halt einstellen. Das ist schön, hier gibt es einen Boost, wenn die Lüfter halt stehen und man die dann halt langsam betreiben muss, dann brauchen die eine höhere Spannung, als wenn man die halt runterregeln würde. Deswegen hier Startboost 8 Volt, macht Sinn. Minimal Voltage 5 Volt. Ja, macht halt auch Sinn, damit die dann halt nicht einfach ausgehen, weil bei dieser Technologie gibt es halt natürlich dieses Problem mit nur diesen drei Leitungen. Deswegen ist das auch schon mal gut, dass man hier eine minimale Voltage einstellen kann. Ja, maximal macht in meinem Sinn nicht so viel, in meinen Augen nicht so viel Sinn. Es wäre wenigstens schön, wenn man quasi mehr als nur 12 Volt einstellen könnte, sprich wenn hier irgendwie ein Step-Up-Wandler drauf wäre, damit man die Dinger auch mal mit einer etwas höheren Spannung betreiben kann. Klar, nominell sind die halt 12 Volt, aber ein bisschen mehr sollten die halt auch können. Hätte den Vorteil, dass sie dann halt besser noch kühlen könnten. Und wenn man halt unbedingt meint, noch weiter arbeiten zu müssen, aber das System schon am Limit ist, sodass man dann halt über ein bisschen quasi Opfern der Lüfter machen kann, dass das Arbeiten oder was auch immer noch weitergeht. Naja gut, Overview-Mode, das war wohl ganz am Anfang, dass man dann sagen, dem kann, soll er drin sein oder nicht. Ja, hier kann man dann noch irgendwie einstellen, wie lang die Zeit ist. Gut, das war über die Fans. Und da kann man hier alle Fans, die man anschließen kann, dementsprechend sich anschauen, parametrieren und wie auch immer. So, dann kommen wir zu den Sensoren. Da haben wir auch schon am Anfang gesehen, da wurde ja auch schon was angezeigt. Und hier kann man dann halt dementsprechend auch ein bisschen was einstellen. So, hier kann man den Namen einstellen oder hier drüber halt auch nicht, auch wenn hier so ein beschissener Scheiß-File ist, der suggeriert, man kann hier irgendwas machen, aber auch da muss man wieder an den PC gehen und mit einer Software arbeiten, die es wahrscheinlich aber gar nicht gibt, weil, so wie es aussieht, schon seit Windows Vista hat der Hersteller seinen Arsch nicht hochbekommen und hat keine Software rausgebracht für diesen Schrott hier. Aber man kann guter Hoffnung sein und vielleicht ein paar findige User haben da doch noch irgendwas zusammengeschustert, was dann auch auf Vista vielleicht lief oder vielleicht auch sogar auf Windows 8 oder Windows 10 oder wie auch immer. Aber ehrlich gesagt ist Zeitverschwendung hier mit diesem alten Schrott. So gut, weiter. Location vom Pro ist auch wieder hier Fan-O-Matic vom Pro. Ist halt dieses Ding, eigentlich ist das hier noch irgendwie VFD, weil hier dieses fancy-pancy VFD-Display ist, was schön in der Dunkelheit auch leuchtet. Also selber leuchtet auch, ne? Okay, gut, Location Message 99 Grad. Ich nehme mal an, wenn diese Temperatur überschritten wird, dass der da irgendeine Nachricht ausgibt. Mainboard Signal Off, ja, ist gut. Relay, keine Ahnung. 12 Volt Switch, weiß ich auch nicht. Correction, ja. Wahrscheinlich sind sie nicht 20 Grad drin, könnte man jetzt halt korrigieren, ist auch nicht verkehrt. Natürlich auch ein bisschen erschreckend, dass halt so daneben liegt, weil das hier müssten die Temperaturfühler sein, die original sind, die dabei lagen. Overview Mode, Show One Time. Ich glaube, hatten wir vielleicht oder nicht. Halt hier wieder dieser Overview Mode ganz am Anfang, wo man sich dann diverse Sachen anzeigen lassen kann. Und hier kann man wohl auch noch sich die Zeit parametrieren. So, das geht halt für alle Sensoren, die man anschließen kann. So, und dann Regulator. Das müsste das Wichtigste hier doch eigentlich sein. Wir sind hier im Regulator 1. Den Namen kann man hier auch wieder nicht ändern, auch wenn dieser beschissene Scheißfall suggeriert, man kann hier irgendetwas machen. Danke dafür. So, Sensor, Mora out. Ja, ja. Output Channel. Hier kann man dann wohl sagen, was reguliert werden soll. Hier im Endeffekt der Ausgang Fan 1. Okay. Das kann man hier auch umändern. Das geht sogar. Diesmal stimmt dieser Fall. Aber wir bleiben bei Fan 1. Fan 1 ist hier auch auf jeden Fall angeschlossen. Ist der hier. So. Gut. Dann Mode Steps. Okay. Dann haben wir noch die Auswahl, hier PI-Regulator zu machen. Proportional integral, das D haben die sich geschenkt, gut, gut. Oder halt inactive. Inactive wollen wir nicht. PI wäre ganz schön. Steps, ja, könnte man auch machen, ist aber nicht so geil. Also, wir lassen das Ding automatisch regeln. PI, so. Inverse lassen wir mal off. Fan off ist on, das heißt, die Fans, wenn es kalt genug ist, dürfen auch abgeschaltet werden. Trifft wahrscheinlich nie ein, aber ist nicht verkehrt. Mal halt einstellen,
wenn dann die Temperaturgrenzen entsprechend hoch genug sind, tritt es vielleicht sogar dann doch mal auf. Hier kann man halt die untere Temperatur einstellen, hier zum Beispiel 17 Grad. Was ist denn zum Beispiel, wenn man hier nur 10 Grad einstellt, sagen wir mal so. Und die hohe Temperatur, sagen wir mal zum Beispiel 20 Grad. Da müsste, oder sogar 19, der hat davor ja hier 20 Grad gemessen. Da müsste der doch jetzt mal merken, der ist mehr als 19 Grad und wir sind schon über high und irgendwas machen. Und? Was tut sich hier? Nichts tut sich hier. Naja, hier, Time eine Sekunde, das heißt wohl in einem Intervall von einer Sekunde regelt der wohl hier irgendwas nach. Arbeitet der wohl, ist irgendwie wohl ein Arbeitszyklus oder so, aber hey, wenn einer ein Handbuch hat, immer her damit, kann ich dann nochmal nachlesen, wie das wirklich gedacht ist. Hier kann man den I-Anteil ändern, hier würde der halt 0,3 Volt Schritte ändern. Jetzt hier 0,1 Volt mal, damit er ein bisschen kleiner regelt. Bei 0 ist dieser Proportionalteil wohl weg, ist schlecht, also 0,1 Volt. Ja, und das waren schon alle Regelparameter, die es in diesem Regler quasi gibt. Müsste doch eigentlich alles richtig eingestellt sein. Ja, lieber Lüfter, warum ist hier alles tot? PWM-LED, keine Ahnung, kann man wohl irgendwas anschließen. Wahrscheinlich irgendeine LED, die leuchtet dann vielleicht dunkler oder heller, je nachdem, wie man da irgendwas parametriert. Interessiert uns gerade nicht, weil die verkackten Lüfter laufen sollen. So, Power-Switch. Also ich bin jetzt gerade hier aus diesem Actual Configuration Menü rausgegangen, wo wir gerade hier alles konfiguriert haben, damit die verkackten Lüfter mal laufen. So, machen sie aber nicht. Power Switch ist ja irgendwie ein Ausschalter, kann man wohl hier auch irgendwas parametrieren. Watchdog, ja gut, keine Ahnung, brauchen wir jetzt nicht. Timer kann man wohl wahrscheinlich auch irgendwie das Ding vielleicht mit dem Mainboard anschließen und dann so machen, dass der Rechner dann vielleicht auch um bestimmte Uhrzeiten angeht oder so, wenn man das nicht übers BIOS machen möchte. Hier Durchflusssensor kann man irgendwie ein bisschen parametrieren. Vom Mikro irgendwie kann man hier anschließen, konfigurieren. Not used, gut, geht nicht, klar. Und Connection haben wir keine, von daher, ciao. So, ja, und was ist jetzt hier los? Warum dreht hier irgendwas? Absolut nicht. Kernschrott alles. Gut, dann gehen wir nochmal in den Monitor rein, gehen wir auf Fan. Fan 1, ja, steht doch alles auf Automatik. Ich habe mich hier schon dreimal mit beschäftigt. Beim ersten Mal ein Netzteil genommen, was im Arsch war, wollte der ganze Spökes hier gar nicht laufen. Das zweite Mal mir einen Überblick verschafft und gemerkt, irgendwie die Lüfter wollen nicht im Automatikmodus laufen. Und dann mich nochmal mit der Materie besser beschäftigt, die gleiche Scheiße. Und da habe ich mir mein Mainboard genauer angeschaut. So, gut. Jetzt haben wir wieder den Fall hier. Können wir denn hier auch was machen? Tatsächlich. Aha, wir hatten am Anfang den Boost von 8 Volt, ist da angelaufen. So, dann wollen wir doch mal hier eine Spannung vorgeben. Ja, wie wir sehen, der Lüfter erläuft. Und man hört sogar. Das heißt, der Lüfter ist in Ordnung, das Teil ist in Ordnung. Irgendwas stimmt hier mit der Einstellung nicht oder mit dem Schrott generell nicht. Ich habe leider halt kein Handbuch und aktuell noch keine Software. Ich könnte noch mal versuchen, ob man nicht doch noch eine Software findet. Aber das ist wirklich verschwendete Liebesmühe, weil das ist echt scheiß. Ich habe heute noch mal in das Handbuch von meinem Mainboard reingeschaut. Ich kann da 4 externe Lüfter anschließen, eigentlich sogar 5. Jeder Lüfter darf 24 Watt Leistung aufnehmen. Bei dem hier darf nur jeder 12 Watt aufnehmen. Und ja, ich kann mir halt natürlich diverse Kurven, wie die Lüfter laufen sollen, einstellen. Abhängig dann auch entweder von der CPU oder Mainboard-Temperatur. Und ja, was brauche ich mehr? Würde ich mir diesen Scheiß hier einbauen und zum Beispiel auch mit ohne Software alles machen wollen, müsste man sich ja immer zum Beispiel vor den PC knien und hier irgendwas machen, wenn man mal wissen möchte, wie die Lüfter irgendwas machen, müsste man hier auch irgendwie wieder sich vor den Scheiß stellen. Klar, gut. So optisch sieht es halt gar nicht mal so schlecht aus. Und man hat hier auch so ein schönes
besonderes Display oder so, hat halt auch nicht jeder. Aber so von der Funktionsvielfalt und sowas kann man das halt wirklich mittlerweile in die Tonne schmeißen. Jedes Mainboard kann da halt was. Mainboard ist mit dabei, braucht man halt, sonst läuft der ganze PC zum Beispiel nicht. Und ja, man hat da das Geld schon bezahlt, deswegen braucht man halt so einen Scheiß nicht. Und wenn die Leute dann noch meinen, so unverschämt hohe Preise zu verlangen für so einen alten Quatsch, dann, ja, kann man nur noch mit dem Kopf schütteln und lächeln. So, das dazu. Deswegen, ich würde sagen, heutzutage diese Dinger, die sind dann doch halt schon überbewertet. Man muss dann doch schon irgendwie ein Faible für solche Steuerungen haben. Wenn man vielleicht seinen PC irgendwie besonders aufrüsten möchte, okay, gut. Aber dann, wie gesagt, auf keinen Fall hier diesen dummen Scheiß. Wobei mich natürlich interessieren würde, wenn jemand ein Handbuch hat oder weiß, warum nicht oder so, am besten in die Kommentare reinschreiben, würde mich doch mal irgendwo interessieren. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall keine Zeit mehr investieren. Ich werde das Ding höchstens mal benutzen, um Lüfter mal eben schnell anzuschließen, um zu schauen, wie laut die sind. Ich möchte nämlich halt bei meinem aktuellen System auch mal die Lüfter halt mal tauschen. Aktuell müssten zwei unterschiedliche Gehäuselüfter installiert sein. Ich habe mir jetzt welche geholt, die leise sein sollen. Da wollte ich halt mal vergleichen, wie alle Lüfter so miteinander performen bzw. gegeneinander. Und wie das halt mit der Lautstärke oder so ausschaut, da man ja hier per Hand was einstellen kann, würde es sich halt mal lohnen, das Ding halt dafür zu nehmen. Dafür ist das halt noch zu gebrauchen. Ansonsten, es tut sich halt absolut nichts. Wenn man wirklich eine PC-Software braucht, die es vielleicht sogar gar nicht mehr gibt, dann ist echt vorbei. Deswegen sage ich, das ist echt alter Schrott. Damit kann man nichts anfangen. Man muss halt auch nicht, weil die meisten Mainboards viel mehr bieten und viel komfortabler sind. Man kann da halt diverse Sachen einstellen. In meinem Fall hat das Mainboard sogar halt mehr Anschlüsse wie das Ding hier und auch mehr Leistung. Das Einzige, was vielleicht beim Mainboard halt ein bisschen schade ist, soweit ich das gesehen habe, man könnte jetzt halt nicht zum Beispiel so einen Durchflusssensor anschließen und dann halt den Durchfluss von einer Wasserkühlung sich anzeigen zu lassen und zu wissen, was da halt ist. Aber ja gut, auf der anderen Seite heutzutage sollte das auch kein Problem sein, wenn halt kein Durchfluss da ist oder selbst eine CPU komplett ohne im Endeffekt Kühlung ist. Heutzutage fahren die halt runter, drosseln so weit runter, da sollte eigentlich nichts mehr passieren, da sollte nicht gleich die CPU samt Mainboard abfackeln, von daher ist das heutzutage halt auch unkritisch. Kann man halt über Temperatur oder so machen, das reicht dann im Endeffekt auch wieder irgendwo, von daher, irgendwann war das hier vielleicht mal gut, aber heutzutage alter Scheiß, von daher, lasst euch den Scheiß nicht andrehen und vor allen Dingen nicht zu überteuerten Kosten. Und bei mir, ich werde auch mal zusehen, dass ich halt mal mein System umverdraht und das alles übers Mainboard läuft. Ich habe zwar halt aktuell, glaube ich, sogar 6 Lüfter, aber die kann man ja dann teilweise auch zusammenschließen. Zumindest hier Plus-Minus-Leitung und PWM müsste gehen und Tacho-Leitung dann halt von einem Lüfter nehmen und gut ist. Irgendwie sowas. Gut. Ansonsten vielen Dank und ciao.